Willkommen in Gemünden. Dies ist ein Expresszug nach Aschaffenburg mit Halt in Lohr, Bahnhof und Heigenbrücken. Ja, genau. So sieht's aus. Wir haben einen Personenzug mit wenigen Halten. Und interessant. Wie es aus. Oh Gott. Ausschaut ZZA. Ich muss gleich nochmal nach hier hinten. Den Bremsschlüssel auf an. Richtungswende auf vorwärts. So, dann bräuchten wir jetzt hier nochmal die Spitzensignale. Siehversicherung auf fahrend. PZB müsste dann ja auch jetzt irgendwo hier unten sein wahrscheinlich. PZB ist an. Ich habe hier noch was. Nicht, dass ich wüsste. Und die ZZA können wir, glaube ich, eventuell nicht machen. Nun, wie sch... Obwohl, hier. Ich weiß nur halt gar nicht, wo es hingeht. War das nicht nach Aschaffenburg? Gut, steht er jetzt hier nicht. Das ist belastend. Weiß nicht. Okay, ich stehe hier nicht. Ich meine, es war nach Aschaffenburg, genau. Nehmen wir die RB Aschaffenburg. Und dann können wir die Türen auch schließen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz von der Seite an, von außen an. Ist ja schon ein bisschen neblig hier, ne? Dann würde ich sagen, ach ne, vorwärts haben wir ja schon, den Vorwärtsgang, dann eine Abfahrt. Wir haben einen Zeitpunkt einzuhalten, Lohr Bahnhof in 10 Kilometern. Und wir sollen dort sein um 17.44 Uhr, sprich in gut 8 Minuten. Ich merke schon, also ich habe das Gefühl, wie gesagt, also ich versuche jetzt möglichst, also wieder mal möglichst, Regionalexpressmäßig zu fahren. Das, was ich ja eigentlich auch beim S-Bahn-Fahren mehr oder weniger gefühlt mache, so vom Bremsvorgang her. Also, da wir noch eine V-Überwachung von 45 drin sind. Halten wir uns ungefähr auf der 40. Und warten, bis wir hier selbst befreit werden. Da wurden wir befreit. Ah, noch ist es ja mehr oder weniger. Aufgrund der vielen Gleisverkehrsdinger, das können wir uns auch beschleunigen auf die 100 Kilometer pro Stunde, wenn ich es richtig entziffere, oder 110, die wir fahren dürfen. Scheinbar 110. Und wir fahren tatsächlich gerade am Nachmittag, wie ich sehe. Ich weiß gar nicht, was das ist für eine Jahreszeit, höchstwahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich Sommer. Sieht zumindest sommermäßig aus.
Mal schauen. Wie gesagt, wir haben nicht allzu viele Stops. Nur in Lohr und in Heigenbrücken. Ach, Kilometer haben wir sogar noch. Ist eine von der Schwierigkeit her 2 von 5. Mal schauen, wie das Ganze dann so ist. Gesehen habe, einfach mal sicherheitshalber drauf drücken. So, wir dürfen aber sogar noch mal ein bisschen beschleunigen. Also das Gute ist, nicht so wie im Sonntagsfahrer, im letzten Sonntagsfahrer-Video, haben wir natürlich jetzt einen äußerst leichten Zug. Von daher, wenn wir da tatsächlich am Berg stehen bleiben, kommen wir auch safe voran, ohne dass wir uns zurückrollen müssen. Ist ja schon mal nicht schlechtes. Hier schön an der Autobahn vorbei. Oder ist es eine Autobahn oder ist es eine Landstraße? Kann natürlich auch eine Landstraße sein, aber es ist da gerade so ein bisschen, also als ob es zweispurig wäre. Also hier ist das zweispurig. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, das war. Ich weiß ich sogar über ganz genau die Bezeichnung. Also das ist halt so gesehen getrennt, zwei Spuren waren in verschiedene Richtungen. Aber vielleicht ist auch nur eine Landstraße. Wir dürfen mittlerweile 130, dann geben wir mal wieder ein bisschen Schub und fahren weiter in den Nebel hinein. In 4 Minuten sollen wir da sein. Ja. Schauen wir mal. Ein gemischter Güterzug, der uns entgegenkommt. Gehen wir ungefähr 4%, kommt glaube ich ganz gut hin. Da dürfen wir noch mehr beschleunigen. Ich glaube 160 ist ja Max, oder? Leistungsregler können wir wieder kurz ausschalten. Geht ja wieder ein Stückchen bergab. Eine schöne ruhige Fahrt. Ja, jetzt geht es wieder leicht bergauf. Das ist doch schon ein bisschen stärker. Dabei dann nicht mehr. Und wir dürfen jetzt gleich 150 Kilometer pro Stunde fahren. Dann beschleunigen wir mal. Lohr Bahnhof ist mittlerweile nur noch 4 Kilometer entfernt. In 2 Minuten sollen wir dort sein. Werden wir, glaube ich, nicht ganz schaffen. Einfach aus dem Grund, weil wir halt doch schon sehr stark regionalexpressmäßig losgefahren sind. Sprich, wir sind lange nur mit 30% Leistungsregler so gesehen gefahren. Nicht nur im Anfahrvorgang, sondern auch im weiteren Verlauf. Ich denke mittlerweile, da wir auch gleich wieder in eine Geschwindigkeitsbeschränkung reinkommen. Oh Gott, es ist schon direkt hier. So, dann haben wir doch die 130. Wir müssen ja auch gleich anhalten, von daher. Sind ja 130 gar nicht mal so verkehrt. Werden vielleicht sogar noch weniger. Wir bleiben einfach mal im Bremsvorgang.
Wieder 100 Kilometer pro Stunde sind erst nach Lohr. Die Beschränkung. Gehen wir erstmal bei 1b rein, vielleicht sogar noch mit 3. Und bremsen uns dann so runter. Gehen noch ein bisschen stärker. Zeitlich sind wir gut dabei. Weil ich vielleicht ein bisschen zu stark, wenn ich jetzt so die vermutliche G-Kraft so anschaue. Aber so rollen wir zumindest mit 30 Kilometer im Bahnhof ein. Öffnen wir die Türen. Ich weiß gar nicht, ob das einfach so geht. Ich glaube nämlich nicht. Dann, da ich auch keine Ahnung habe, ob es noch irgendwo was ist, machen wir es einfach mal so. Rechts ein Riegeln. Ja. Dann lassen wir sie einsteigen. Dann wollen wir die Türen mal wieder schließen. Lösen die Bremsen und beschleunigen zu unserem nächsten und vorletzten Halt, Heigenbrücken. Wir sollen dort sein in 12 Minuten, oder ja, 11 Minuten besser gesagt. Und haben ganze 16 Kilometer vor uns. Wenn wir 30 Kilometer schon erreicht haben, geben wir auch ein bisschen mehr Schub. Einfach nur, dass wir langsam aus dem Bahnhof rausfahren. In 1,3 Kilometer geht es sowieso runter auf 100 Kilometer pro Stunde. Können wir eigentlich schon direkt die 100 Kilometer pro Stunde anpeilen. Und auch mehr oder weniger halten. Oder es zumindest versuchen, die Geschwindigkeit zu halten. Hier mal 14% sicher. 1,9 Kilometer dürfen wir wieder ein bisschen flotter unterwegs sein. 120 Kilometer pro Stunde. Ich glaube aber danach gibt es nochmal eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es halt echt nicht. Das ist, ich glaube, ich bin gut, klar, abgesehen von den Szenarien, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei der Main-Spessart-Bahn war oder ob das jetzt bei Rosig Nord oder sonst wo gewesen ist, wo es ja auch ab und zu mal ein bisschen nudiger war. Ja. Weiß ich nicht. Zu lange her. Zu viele Schränken. Zu viele andere Sachen im Kopf. Die man sich merkt. Wie es halt nun mal so ist. Aber ich finde es schön, so wie man halt auch so immer noch so im, ja, nennen wir es mal im seitlichen Hintergrund so die ganzen Landstraßen sieht. Es ist ein bisschen schade, dass die KI scheinbar nicht schnell fährt. Also von unserer Geschwindigkeit aus betrachtet auf die anderen würde ich fast sagen, dass sie vielleicht so mit 50, 60 gefahren sind. Dann können wir jetzt wieder Beschleunigung auf 120.
Aber gut, ne, ich vielleicht ist das auch so nur so ein veranschaulichtes Ding. Also es vielleicht ist, vielleicht liegt das einfach an der Engine. Vielleicht wird das ja mit Train Sim World 2, was ja im August diesen Jahres rauskommen soll, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht ist es dort dann ja anders. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Scheinbar gibt es ja, wird ja auf der neuen Engine gibt es die Möglichkeit, schnelle Geschwindigkeiten besser darzustellen. Warum komme ich jetzt schon wieder hier? Oh Gott, das war verkehrt. Warum sind jetzt hier schon wieder so viele Nachrichten? Benachrichtigungen vor allem. Ach, nur was im Talk. Ich wurde markiert, okay. Nicht at everyone. Ach ja. Oh Mensch. Ein bisschen beschleunigen wäre natürlich auch ein bisschen sinnvoll. Aber das ist natürlich auch schön, ne? Hier, also. Ich bin gespannt, wie das Ganze so in Train Sim World 2 aussieht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das wird dann ja, wenn ich. Mein Train Sim World läuft ja, soweit ich mich erinnere, auf der Unreal Engine 4. Gibt es mittlerweile die Unreal Engine 5? Weil ich meine, irgendwas mit 5 gesehen gehabt zu haben oder gelesen gehabt zu haben. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob das jetzt im Newsartikel war oder sonst wo. Also ist jetzt gerade mehr als so gefährliches Halbwissen. Aber so von der Art würde es schon zu Dings passen, zu Unreal Engine 4. Auch mit dem gefühlt permanenten Blur-Effekt. Stimmt, hier Dingens, Bus-Simulator 18 ist ja auch auf der, läuft ja auch auf der Unreal Engine 4, von daher. Und so von den Lichtpartikeln und so passt das schon. Von daher gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus, dass es halt dann auf der Unreal Engine 5 laufen wird. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, wenn es falsch ist, I'm sorry. Dann werde ich es wahrscheinlich im nächsten Video nochmal verbessern. Aber ansonsten. Wie gesagt, ich habe mir den Blogartikel von Dovetail Games über Train Sim World 2 mehr oder weniger auf dem Handy überflogen. Hauptsächlich überflogen auf dem Handy, weil die Darstellung auf dem Handy einfach nur miserabel war. Da es bergauf geht, können wir uns ja mehr oder weniger ausrollen lassen. Wobei wir gehen sicherheitshalber, da ich keine Zwangsläufe bekommen will, nochmal den eigenen Bremsvorgang. Das wollte ich noch die ganze Zeit machen. Schauen von wegen. Sag schnell, also ich wollte den Artikel mal nochmal durchlesen über den Browser. Aber bisher kam ich da einfach noch nicht dazu. Geht das ja doch schon wild nach oben. Komischerweise. Ist das so gewollt? Ist da plötzlich keine. Ah, jetzt können wir wieder Geschwindigkeit aufbauen. Das war jetzt gerade sehr awkward. Ich wollte gerade fragen, also das hat mich jetzt gerade echt verwundert. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit verloren. Halbe Minute vielleicht. Okay, wir dürfen 110 sogar, okay. Mittlerweile wieder. Beschleunigen wir mal langsam. Gleich dürfen wir sowieso 130 wieder. 6,5 Kilometer haben wir noch bis nach Heigenbrücken.
haben es ja wieder mal geschafft, dass sein Discord-Channel wieder zum Leben erweckt wird oder aufgeweckt wird. Ach, wie schön, wieder hier an solchen leeren Bahnhöfen vorbei. Okay, mehr oder weniger leer. Dürfen wir es wieder beschleunigen. Kurz vor Heikenbrücken geht es dann wieder runter auf 120 km pro Stunde. Dann nehmen wir die Leistung raus. Jetzt haben wir 120 wieder und können dann wieder Leistung geben, damit wir diese 120 halten. Aber ich hoffe mal, dass es wirklich die RB. Oh Gott. Ja, war klar, dass ich da nicht rechtzeitig reagiert habe. Musste ja passieren. Bestätigt man einmal nicht, bevor man bremst, und dann ist es auch wieder, wieder das Verkehrte. Ich glaube, beim ersten Mal haben wir da, ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt natürlich wieder richtig belastend. Unnötige Zwangse. Aber wie gesagt, wir haben Glück, dass wir so ein leichter Zug sind. Dadurch sind solche Zwangsen am Berg gar kein Problem. Und ich glaube, das, was ich meinte mit den ganzen Geschwindigkeitsveränderungen, dass er auch Rose ignoriert. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Och. Also mehr als bestätigen und den Bremsvorgang einleiten. Konnte ich nun auch wieder nicht machen. Gottes Willen.
Vielleicht sollte ich bei jeder Geschwindigkeitsbeschränkung eine S-Bahn-Bremsung einleiten, egal was für einen Zug wir fahren. Ach, jetzt haben wir wieder keine Leistung. Ja gut, das war erst 3 Minuten zu spät. Ja, das ist wieder anders belastend. Räumen wir mal in den Bahnhof von Heigenbrücken. Ja, ist jetzt die Frage, ausschicken, fahrt Richtung links oder rechts? Oder beides? Ich glaube rechts. Rechts stehen zumindest mehr. Dann mal die Fahrgäste rein. Und dann schließen wir die Türen wieder. Lösen die Bremsen. Und warten, dass wir Leistung bekommen. Und geben Schub nach Aschaffenburg. Das haben wir in 7 Minuten sein. 17 Kilometer haben wir vor uns. Das werden wir nie im Leben rechtzeitig schaffen. Ich schätze mal, wir kommen mit Verspätung von 4 bis 5 Minuten Minimum an. Aber werden wir dann sehen. Oh, hier haben wir es ja mit rechts entriegeln. Da war ja was. Aua. Für Tunnel durchfahren sind auch mal immer wieder was Interessantes. So, gleich dürfen wir wieder beschleunigen auf 120 km pro Stunde. Dann machen wir das doch mal. Wir wollen die 15 Kilometer schließlich, ach die, wir wollen Aschaffenburg schließlich ja noch erreichen. Eieiei. Jetzt geht's aber noch bergab hier. Da bleiben wir halt in dem Bremsvorgang. Beziehungsweise jetzt
ist ja eher ein Bremsen, Bestätigen und Bremsen. Falsche Richtung, hoppla. Hey, hey. Oh. Gott. Ah, das ist alles andere als smooth. Einen schweren Güterzug. 130 dürfen wir bald erst fahren. Nur ja die falsche Richtung, das ist doch wieder belastend. Vor allem, dass man immer erst in den 1B-Bremsvorgang muss, bevor gebremst wird und danach der 1A-Bremsvorgang auch bremst. Aber davor halt überhaupt nicht. Ich liege jetzt aber auch an der Geschwindigkeit oder an dem Gefälle. Hier durch einen der nächsten Bahnhöfe durch. Erwartet eine Einzellok. Entweder hier, um die Wagen mitzunehmen oder dass wir hier uns verpieseln. Who knows? Kann sein, dass sie zum Rangieren da ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht dürfen wir 130. Da vorne steht schon wieder ein Lok. Oder ein. Ne, da fährt einer. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Der schleicht einfach nur so. 30 dürfen wir, es geht nicht mehr ganz so stark bergab, dann müssen wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Leistung geben. 9,3 Kilometer haben wir noch bis nach Aschaffenburg. Zeitlich gesehen sollten wir in 2 Minuten da sein. Ja, the never ending story of Northern Time. Wobei manchmal schaffen wir es ja doch relativ Zeit passend dort zu sein, am Ziel. Aber gut, bei 2 Zwangsen innerhalb von gefühlt 150 Metern, vielleicht waren es sogar 300 Meter. Da machst du halt irgendwann auch nichts mehr, ne? Da ist halt das wieder die falsche Richtung. Da ist halt irgendwann die Geschwindigkeit auch komplett draußen. Innerhalb 40 dürfen wir mittlerweile gleich wieder. Das ist aber schön. Ich weiß gar nicht, was so die maximale Geschwindigkeit bisher gewesen ist, die man fahren durfte. 160 in Trains in World. Wobei. Ja, oh. Da haben wir es übrigens gleich 160. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann mit der neuen Engine ist und wirkt. Was es da so für neue Strecken und so gibt. Fünf Kilometer bis nach Aschaffenburg Hauptbahnhof. Wir sind in der 160er Zone. Wir geben zumindest
für einen Kilometer Vollschub. Es geht dann noch bergab, das ist natürlich belastend. Bei 1,5 Kilometern Bremse sind wir runter. Sicher ist sicher. Vielleicht gleich immer den Bremsvorgang noch mal ein bisschen weiter ein und gehen noch ein bisschen weiter runter. Danach gibt es wahrscheinlich noch mal die nächste Geschwindigkeitsbeschränkung. Kann ich mir gut vorstellen. Es wäre natürlich deutlich praktisch, wenn das hier auf dem Fahrplan angezeigt werden würde. Könnte man sich auch weitaus früher darauf vorbereiten, dass es noch... nicht zeitgerecht bestätigt. WT, also wenn das SIFA wäre, wird dann ja, hätte da ja SIFA gestanden. Ich war schon bei 110 Kilometer pro Stunde, obwohl wir sie noch gar nicht hätten erreichen müssen. Und ich habe bestätigt. Oder habe ich jetzt gerade SIFA nicht gesehen? Aber da hätte erst der SIFA-Ton gekommen, dieses Piep. Also diese Zwänge sind wahrscheinlich nur auf hier nicht. Keine Ahnung. Oder ich muss den Scheiß einfach nochmal mehr, die Taste noch mehr reindrücken als ohnehin schon. Who knows? Vielleicht sehe ich es ja gleich beim Schneiden. Ansonsten schreib es gerne in die Kommentare. Das ist wirklich belastend. So, gelöst, wir sind mal... Ich wiederhole mich ungern damit nochmal. Wenn ihr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Für heute nochmal ankommen.
Aber ich sag mal so, ich hatte mal das Problem gehabt, da bin ich auf der, wollte ich die Great Western Express fahren. Und da liegt ja sowohl die AWS als auch die DSD auf der Q-Taste. Quasi auf der Siefer-Taste. Und das hat nicht funktioniert. Da musste ich, ich weiß nicht mehr, wie ich es da gefixt habe. Ich glaube, ich musste das Spiel nicht nur neu starten, sondern noch bei Steam neu anmelden. Ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, das konnte ich dann irgendwann fixen. Aber da kam dann auch nicht, dass es, oder kam, dass es betätigt wurde. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, das ist einfach zu lange her. Ich bin mir gerade unsicher. Lass mich mal überlegen. War denn das nochmal gewesen? Das könnte natürlich jetzt auch gerade einfach nur ein Bug sein, ne? Also, ich vermute es einfach mal. Ich meine, möchte mich erinnern zu können, dass da zwar AWS und DSD zurückgesetzt stand, es aber nicht getan wurde. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass sofern ich nichts falsch gemacht habe, es einfach nur ein Bug war und einfach mal die Taste mal wieder nicht funktioniert. Weil ich habe es im Grunde genommen ja jedes Mal bestätigt. Gut, bei dem einen Mal habe ich es nicht rechtzeitig bestätigt. Das war eine Zwangse, die halt obviously auf meinen Mist gewachsen ist. Aber so gesehen hätte ich ja scheinbar, war das ja scheinbar dasselbe Ergebnis. Oder wäre scheinbar dasselbe Ergebnis gewesen. Nun, zeitlich gesehen, sollte das glaube ich nur 35 Minuten gehen, wenn ich im direkten Sinne. Oder 40 Minuten, das Szenario. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich jetzt gleich doch noch eine Folge aufnehme, noch ein Video aufnehme. Oder mich direkt ans Schneiden setze, weil das müsste ich echt machen. Irgendwann haben wir 489 Punkte bekommen. Ich möchte gerne links entriegeln. Mann, das gibt aber garantiert keine schöne Medaille. Sprich, keine goldene. Zielvorgabe erfüllt. 250 Punkte, weil wir 7 Minuten zu fucking spät waren. Läuft auf aus. Bremsschlüssel auf aus. Dann stellen wir hier nochmal ein, nicht einsteigen. Und dann, oh Gott, steigen wir aus. Gehen raus. Falls es hier noch ein Sammelobjekt zu finden gibt, dann nehmen wir das mit, aber ich glaube nicht. Da es einfach zu viele Sammelobjekte insgesamt gibt, habe ich auch keinen Plan, was es hier für Sammelobjekte gibt. Und dann werten wir mal diese unschöne Fahrt aus. Beziehungsweise die zwangslastige. Wir haben immer trotzdem noch eine Goldmedaille bekommen, trotz 7 Minuten Verspätung. Holy shit. Von pünktlich zu 4 zu 7. Okay, wir haben immer nur 3 Minuten dann noch mal mitgenommen. Wir sind mittlerweile Level 34. Wunderbar. Auf der Meinung besser waren wir Level 5. In der DBPBZFH sind wir jetzt auf sind wir Level 6. Wir haben knapp 46 Minuten dafür gebraucht. Das ist wahrscheinlich 7 Minuten zu viel. 52 Kilometer haben wir zurückgelegt und 7277 Punkte und eine Goldmedaille. Wie gesagt, falls ihr wisst, dass ich was falsch gemacht habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten deklassieren wir das einfach mal auf einen Spielfehler, auf einen Bug. Was ich gerade für genauso wahrscheinlich halte, beziehungsweise aktuell fast sogar noch für wahrscheinlicher. Sagen wir mal 66% oder 67% davon waren bugmäßig.
Oder augenscheinlich, vielleicht 50-50, wer weiß. Schreibt wieder, schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf der Meine Schwesterbahn oder in Train Sim World. Alles gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.